So, was haben wir denn noch? Noch mehr. Zack. Na komm. Kommt ruhig alle her. Juhu, wieder einer fällt. Bin gespannt, wie lange die noch weitermachen. Ach so, jetzt kommt man noch. Jetzt lässt er sich auch noch mit Dämonen ein, oder wie dann? Und der Typ ist meinem Angriff ausgewichen. Boah, war das geil. Einfach mal untertauchen und meinem Angriff ausweichen. Jetzt auch noch Untote. Das wird ja immer besser. Ja. Das wird echt immer besser. Wieso hat der so wenig Ausdauer, der Narius? Oh Gott. LOL. Ja, natürlich. Kannst du ihn wieder aufheben? Nein. Ach, das bringt doch nichts, wenn du da so viel aktiv hast. So. Neu formieren. Zack. Jetzt kannst du es ausmachen. Jetzt haben wir die Heilung, die ich brauche. Oh oh. Ja, jetzt macht er wieder sein Schild, ey. Ich muss warten, bis das Schild ausläuft. So, jetzt kann ich ihn wegmeucheln. Ey, das gibt... Das ist doch jetzt ein Scherz. Er ist schon wieder meinem Angriff ausgewichen. Zack. Ja. Bitte. Ihr seid nicht länger mein Meister. Alter. Ich hatte keine Wahl, Lito. Hör auf, mich so zu nennen. Er wollte mich zu seiner Schülerin machen. Ich wäre eine Magistra geworden. Du hast deinen eigenen Bruder verkauft, um eine Magistra zu werden? Eure Schwester ist eine Magierin? Ihr verfluchter Heuchler. In Wahrheit seid ihr einfach nur neidisch. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir durchmachen mussten. Was ich tun musste, seit Mutter tot ist. Das hier war meine einzige Chance. Und jetzt sind all deine Chancen vertan. Bitte, tu das nicht! Bitte sagt ihm, er soll aufhören! Das steht mir eigentlich echt nicht zu. Aber hört auf, Fenris. Wartet! Bringt sie nicht um! Wieso nicht? Sie hatte keine Hemmung, mir den Tod zu bringen. Wieso sollte sie für mich was anderes sein als ein weiteres Werkzeug der Magister? Sie ist eure Schwester. Sie ist eure Familie, Fenris. Verschwinde. Du hast gesagt, du hättest nicht darum gebeten, aber das ist nicht wahr. Oh ja, du wolltest es. Du hast darum gekämpft. Und als du gewonnen hast, hast du deinen Sieg genutzt, um Mutter und mich zu befreien. Warum erzählst du mir das? Die Freiheit war kein Segen. Und wenn ich dich so ansehe, glaube ich, dass du das Bessere losgezogen hast. Ich dachte, meine Vergangenheit zu ergründen würde mir zeigen, wohin ich gehöre. Aber ich habe mich geirrt. Selbst das hat die Magie verdorben. Es gibt nichts mehr, was ich zurückgewinnen könnte. Ich bin allein.
Ihr seid nicht allein. Ihr habt Freunde. Ach, und wer sollte das sein? Ihr etwa? Ich ganz bestimmt nicht. Ihr habt Freunde, Fenris. Ihr habt gehört, was Verenia gesagt hat. Ich wollte sie. Ich habe dafür gekämpft. Ich fühle mich dreckig. So als wäre diese Magie nicht nur in meine Haut geätzt, sondern als hätte sie auch meine Seele beschmutzt. Lasst uns gehen. Ich muss hier raus. Aber immerhin hat er jetzt Rufer Daenerys, ja? Ist ja schon mal was. Also so langsam überrascht mich da gar nichts mehr, ja? Ich habe neulich mit Donnick gesprochen. Seit wann redet ihr mit meinem Ehemann? Er kommt einmal wöchentlich zum Anwesen. Wir spielen Karo-Rücken. Was? Warum werde ich zu diesem Spiel nicht eingeladen? Er sagt, dass ihr wütend werdet, wenn ihr verliert. Das stimmt nicht. Na gut, vielleicht schon. Aber das ist kein Grund, mir nichts davon zu erzählen. Er ist ein guter Mann, Evelyn. Ich freue mich über seine Besuche. Na schön. Dann viel Spaß bei euren Männerabenden. Ich wusste gar nicht, dass sie jetzt schon im dritten Akt geheiratet haben. Cool. Ich habe jetzt gedacht, die sind dann immer noch beim Ausgehen oder so mit beschäftigt, aber die sind ja schon einen Schritt weiter als ich vermutet hatte. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Cool, freut mich. Freut mich für die. Dann ist sie endlich über ihre Vergangenheit hinweg. Und welche Banden kommen jetzt, ne? Welche Schurken kommen jetzt? Das will ich wissen. Nochmal die Schwestern? Na? Na, bisher ist es ruhig. Kommen jetzt gleich die Brüder, der Orden der Brüder? Wäre ja mal nicht verwunderlich. Aber ich muss sagen, bisher ist es... Da! Was ist das? Die Blutrünstigen. Okay. Nice to know. Ja, natürlich. Ich werfe natürlich volle Kanne daneben. Zack, zack. Ah, die gehen aber schnell. Einmal Hackfleisch, bitte. Und hier auch noch was. Der ist noch ohne Fahrschein. Juhu. Ich glaube, ich gehe jetzt mal eine Weile nur bei mir aufleben. Das kann ja nicht sein, dass ich hier so viel Schaden fresse, sag ich mal so. So. Mal schauen. Ich hätte vielleicht vorher noch den Orden der Schwestern ausrotten sollen. Vielleicht hätte das irgendwie ein Achievement oder so gegeben. Fällt mir mal gerade so ein. Das wäre wirklich mal eine Überlegung wert gewesen. Na, jetzt ist ja eh zu spät. Das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen müssen. Aber wenn ich es mal so bedenke, schlecht wäre es ja nicht gewesen. Ach, das war das Delance-Anwesen. Stimmt, die waren ja nur des Abends da. Der schläft ja. Guten Abend, Countess. Oh, der Champion von Kirkwall. Wie wundervoll. Ihr ehrt diesen Ausalt. Ich werde uns Erfrischungen bringen lassen. Talia? Oh, das Mädchen ist so langsam. Lasst uns doch etwas plaudern, während wir warten. Oh. Wisst ihr, ich mag verschiedene Sprachen, ja? Ich liebe Englisch. Mag ich sogar wirklich. Klingt sogar in manchen Sachen deutlich besser als in Deutsch. Ja, auch wenn Deutsch meine Muttersprache ist. Aber ich hasse es. Ich hasse es wirklich, wenn dann so eine
Mischung aus beidem ist, ja. Dieses Russisch-Deutsch, ja, wie man es aus dem Spiel wie Metro kennt. Oder jetzt halt dieses Französisch-Deutsch. Uah. Nee, also. Sowas kann ich gar nicht abhaben. Ihr seid eine großzügige Gastgeberin. Und redet Deutsch mit mir! Danke für eure Gastfreundschaft, Countess. Ich muss mit euch über Emil sprechen. Gastfreundschaft? Dies ihr? Oh, es ist eine einzige Blamage. Hättet ihr doch nur eine Nachricht geschickt, dass ihr kommen würdet. Ich habe Emil nicht mehr gesehen, seit er zum Zirkel gebracht wurde. Er war damals erst 6. Ihr könnt den Templern sagen, sie sollen sich keine Sorgen machen. Emil wird sich bestimmt schon bald selbst stellen. Er ist ein guter Junge. Tulsi! Was habt ihr getan? Ihr hättet dem Jungen sagen sollen, er soll sich der Gnade der Templer ausliefern. Guillaume! Liebling! Hört auf mit diesem Liebling, Dulci. Er hat herum erzählt, dass er unser Sohn ist, dass ihr ihm Gold gegeben Guillaume, habt. Guillaume, Liebling, wir haben Gäste. Mhm. Verraten. Ich kann ihm helfen. So wie ich Emil... Wie hieß sie? Oh, ich habe den Namen von der einen vergessen, die schon wieder... Ach komm, ich kann ihm helfen. Ich bin die beste Chance eures Sohnes, Gnade von den Templern zu erfahren. Gnade? Sie würden ihm doch nicht wirklich wehtun, oder? Oh, ihr hättet sein Gesicht sehen sollen. Es hat mir das Herz gebrochen. Ich habe ihm ein wenig Geld gegeben. Nicht zu viel, natürlich. Er hat gesagt, er wolle ein neues Leben anfangen. Ein neues Leben? Er verbringt sein neues Leben in den Tavernen der Unterstadt und betrinkt sich mit billigem Wein. Es grenzt an ein Wunder, dass die Templer ihn noch nicht gefunden haben. Bitte helft uns, Champion. Emil ist kein Blutmagier, sondern einfach nur ein törichter Junge. Lass nicht zu, dass die Templer ihn töten. Ein Blutmagier? Oh, Guillaume, sag das nicht. Bitte, rettet meinem Sohn das Leben. Ja, Entschuldigung, gerade für dieses kurze, laute Geräusch. Das war mein Handy, das Akku ist fast leer. Es ist echt ein Fluch in jeder Aufnahme. Mal ist es WhatsApp, mal eine andere App. Und jetzt das. Ich verstehe es nicht. Was habe ich meinem Handy getan, dass es jedes Mal in der Aufnahme irgendeinen Ton von sich geben muss? Ich gebe mein Bestes. Wenn es eine Möglichkeit gibt, Emil zu helfen, finde ich sie. Ich danke euch, Champion. Ein Bekannter hat Emil vor nicht allzu langer Zeit im geengten Mann gesehen. Er müsste immer noch dort sein. Im geengten Mann? Oh, aber das ist so ein schmutziger Ort. Komm, Dulci, vielleicht solltet ihr euch ein wenig inlegen. Oh, weia. Orlesianer. Ey, immer diese Seitenkommentare manchmal. Orlesianer. Das erinnert mich wie früher immer an diesen Cartoons Asterix und Obelix. Immer diese Römer. Ah, das war schön. Noch wer ohne Passierschein? Noch ein abfälliger Magier. Wo kommen denn diese ganzen Blutmagier jetzt her? Vor allen Dingen, was machen die jetzt auf einmal hier? Das gibt's ja wohl nicht. Die sind ja wie Unkraut. Man sollte meinen, nach den ganzen Streitigkeiten hier hat es sich ein bisschen beruhigt, aber nein. Immer noch über... Ihr seid verhaftet. Guckt mich nicht so an. Nur weil ich im Mittelpunkt stehe. Nein! Diese Blicke! Nein! Ach, sorry, das musste sein. Ein bisschen die Leute verarscht. Aber wo kämen wir denn dahin, wenn es nicht ohne Spaß ist? Auf der Flucht! Der gehängte Mann. Er ist also ein Blutmagier. Wer hätte es gedacht? Warte, pass auf jetzt. Der hat eine Plaid.